Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Februar 2021 und die Prophezeiung von Nostradamus erfahren. Erleichterungen werden deutlich spürbar. Nicht gleich am Anfang, aber in der Mitte des Monats. Die Prophezeiung Nostradamus lautet für den Februar 1. Zenturie, Vers 51. Von den drei Wasserzeichen geprägt, wird jener geboren, der den Donnerstag zu seinem Sonntag erhebt. Sein Lärm, sein Ruhm, sein Reich, seine Machtfülle wachsen über Land und Meer zum Orkan im Orient. Was in unseren Tagen wirklich kritisch wird, ist der islamische Krieg, so wie es Nostradamus angekündigt hat. Und dieser kann schon morgen ausbrechen. Hat er im Grunde nicht schon begonnen? Schiiten und Sunniten kämpfen so lange gegeneinander, bis es dem Antichristen gelingt, alle islamischen Staaten zum großen Staat arabisches Imperium zu vereinen. Und das wird den dritten Weltkrieg eröffnen. Nostradamus wusste sogar das Horoskop des Antichristen, der den dritten Weltkrieg entfesseln wird. Im Horoskop des Antichristen sind die Gestirne in den Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Er wird für den Islam den Donnerstag zum Ruhetag machen. Wie ein Orkan wütet er, nicht nur im Orient. Er will die Weltmacht und allen Menschen zwingt er seinen Willen auf, unterjocht sie und führt ein Regime ein wie im Mittelalter. Es geht schon lange nicht mehr um eine fernliegende friedliche Zukunft, denn alles kann morgen schon seinen Anfang nehmen. Doch dieser Monat Februar wird trotzdem ein guter Monat. Vor allem Mitte des Monats können schwierige Vorhaben angepackt werden, die Erfolge versprechen. Auch das Miteinander könnte wieder besser werden. Wir müssen nur aufpassen, dass nichts gewaltsam gelöst wird. Gewalt ist niemals der richtige Weg. Es wäre gut, wenn die Welt endlich friedlicher wird. Herzlichst, eure Deria.